Hallo zusammen und willkommen zur letzten und für mich nicht mehr ganz so entscheidenden Finalserie des großen Rocket 2020. Fünfstellige oder hohe vierstellige Summen werde ich wohl nicht mehr gewinnen können. Dafür war die Totalschadenliste eben einfach zu schlecht. Aber trotz alledem habe ich mir jetzt vorgenommen, nochmal richtig Gas zu geben, denn es gibt ja eine sehr nette Preisstaffelung. Die ersten 19 Plätze kriegen vierstellige Summen und auch dahinter sind die Kuchenstücke noch groß genug. Also mit einer richtig guten Liste kann ich mir da noch ein schönes Stück vom Kuchen rausbeißen. Und dann gucken wir mal, ob das in dieser Liste gelingt mit meiner, ja, jetzt kann man sagen, neuen Strategie All-in. Nichts mehr zu verlieren, das gibt auch eine gewisse Freiheit, ne? Dann kann man sich beim Reizen zum Beispiel mit solchen Spielen ganz ungeniert aus dem Fenster lehnen. Naja, gut, 18 hätte ich wohl jederzeit geboten. Ich bekomme es auch für 18, ich kann 20 Augen drücken. Ja, und es ist doch ein relativ hohles Ei, also schon mal so die erste Bewährungsprobe, ob der Angriff hier ins Leere läuft oder ob da noch irgendwas zu holen ist. So, wie gesagt, die guten Nachrichten 20 im Keller, ansonsten wird man sich das Ding ja gar nicht anschauen wollen. Und jetzt bleibe ich erstmal nach langer Überlegung mit dem Trumpf am Spiel. Ich setze mal mit dem nächsten Buben nach und da fallen 15 Augen. Die gute Nachricht ist, es fehlt nur noch Dame und Lusche, also meine Trümpfe sind schon mal hochgespielt. Spieler 3 überlegt lange und dann kommt Rückschub mit Pik Lusche. Also, er hat 4 Trumpf dagegen. Er ermöglicht hier seinem Mitspieler einen Abwurf von Herz Lusche. Gut, dafür gibt er mir das Tempo, dafür erklärt er mir die Trumpfstellung. Ich prüfe das hier tatsächlich nochmal, ob ich mich da auch nicht verschaut habe. Ja, und jetzt ist natürlich die Überlegung, direkt Herz nochmal klären oder Kreuz und dadurch. Aber auch eine plausible Idee, sicher erst nochmal diesen einen Trumpf abzuholen. Natürlich die Gefahr, dass dann ein weiterer Herz fliegt. Ja, Herz steht also vermutlich 2 zu 2, also Stand 2 zu 2, aber jetzt Kreuz sieht mir auch unrund aus, also Spieler 1 hat sehr wahrscheinlich noch den Kreuzstich in der Hand. Also an sich kann ich das Spiel hier nicht gewinnen, es sei denn, ich bekomme das Karo Ass, aber das sitzt hinter mir. Ja, und ich glaube, wir sind weitestgehend aufgeflogen, wenn Spieler 3 jetzt nicht Herz Ass gezogen hätte. Das ist hier mein Siegzug. Da war er nicht aufmerksam. Das hat er nicht korrekt ausgezählt. War doch an sich klar, 5 Trumpf, die 3 Kreuz, dass ich jetzt noch die beiden Herzen dabei habe. Also, das war die erste Bewährungsprobe, ne? So schön war das Spiel nämlich gar nicht. Kreuz stand 3 zu 1 und Herz gab es schon Abwürfe auf diesen Trumpfrückschub. Also bis dahin ja nicht schlecht vorgetragen von Spieler 3, aber dann hinten raus den Sack nicht zugemacht. So, hier habe ich an sich einen schönen Ansatz, aber es sind schon 2 Reizungen unterwegs und das sagt mir erstens, für 22 werde ich wohl sowieso nicht rankommen und zweitens, meine Chancen stehen vermutlich auch nicht so gut. Also, hohes Risiko heißt natürlich nicht komplett mit dem Kopf gegen die Wand. Wir haben ja eben schon eins glücklich gewonnen. Dann gucken wir mal hier, was losgeht. Vielleicht ist ja auch eins umzubiegen. So, und jetzt Kreuz 10. Kreuz 10, ich stehe zum Überstich. Mein Partner Pik Bube, auch ungewöhnlich. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn? Wieso spielt er denn nicht Kreuz 10? Er weiß doch aufgrund der Reizung, er müsste wissen aufgrund der Reizung, dass ich noch den Alten habe und da überstechen kann. Ja, und jetzt fallen die Trümpfe natürlich übereinander. Kreuz 10 werden wir auch nicht nach Hause kriegen, wo auch. Ja, und garantiert hat er mich dann noch mit dem Herz Buben versucht, selber anzuschmieren. Also ganz schlimme Züge aus meiner Sicht, muss man sagen. Er sollte den ersten Trumpf mit Herz Bube übernehmen, dann die Kreuz 10 spielen. Ich kann überstechen, habe das Herz Ass für den Herz Bubenstich. Jetzt ist natürlich viel zu spät, da ich keinen Trumpf mehr habe. Und hätten wir das Spiel gewonnen, ja, Spieler 1 hat auch noch eine Schwäche in Pik, also. Jetzt ist es auch egal. Hat sogar noch die bestellte Pik 10. Gewinnt jetzt so easy mit 68. Der wäre ja nun komplett untergegangen. Und der Zug ist ja auch wirklich nicht irgendwie schwer, muss man sagen, ne? 20er Reizung. Den Partner zum Überstich nötigen die Kreuz 10, wo ich der Trumpf kurze Spieler bin. Also der Spieler 3 selber 3 Trümpfe hat. Unverständlich, so eine leichte Chance auf 40 Punkte liegen zu lassen. Und da steigt natürlich schon so ein bisschen hier das Adrenalin. Es lief ja bisher schon alles andere als rund. Und dann kommen noch solche,
ja, leichten, ungezwungenen Fehler dazu, wo ich selber natürlich keinen Einfluss drauf hatte. Gut, weiter geht's. Drei Augen runter, Grang spielen, das ist wohl klar. Kreuz Ass nehmen wir erstmal raus. Buben holen wir ab, ganz normal. Karo Lusche, mal gucken, was passiert. Oh, ich bleibe am Spiel. Das ist nicht so schön. Es regt sich noch so ein bisschen Widerstand, ne? Also 28 in Karo, zwei volle sind noch draußen. Kreuz 10, Pik 10, 48. Aber das langt dann nicht mehr, ne? Da ich einen vollen schon habe. Also können sie es wohl nicht mehr gewinnen. Ja. An sich dann ganz egal, wie ich weiterspiele. Ich habe jetzt, ich glaube, ich habe mich entschlossen, jetzt hier die Herz-Lusche mal rauszuspielen. Nach Motto dann gegen eine Herz-3-1-Verteilung. Aber schau an, Herz steht also auch 4 zu 0, also durchaus lustig. Und was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist denn Spieler 3 bitte hier für ein, ja, was fällt mir da ein? Für einen Spaßvogel? Schnippelt also mit der einfach bestellten 10 auf die Karo 9, bleibt da unter. Okay, kann man ja mal machen, ne? Aber im Grang, ich weiß nicht, ob die Indizien da gereicht haben, um diesen Zug zu spielen. Vor allen Dingen jetzt spielt er die Karo 10 raus. Ja, okay, Karo steht also 2-2, gewinne ich es dann sowieso. Also es ist hier gar nicht groß was passiert. Ich sehe nur schon Spieler 3, eben hat er ganz planlos das Spiel verschenkt. Also er hat mir das Spiel planlos verschenkt im ersten, er hat Spieler 1 das Spiel planlos verschenkt im zweiten. Im dritten kommt er jetzt mit solchen lustigen Ideen um die Ecke. Jetzt natürlich auch hier wieder eine Nullreizung, aber jetzt überlege ich schon gar nicht mehr. Da gehe ich voll in den Grang rein, finde auch zum Glück die Pik Dame. Ja. Und nur so eine kleine Seitennotiz. Hier fällt die Pik 10. Ist natürlich schön für mich. Jetzt ist der Schneider schon ziemlich sicher. Spieler 3 hat natürlich nicht ansatzweise 0. Der hatte eine blanke Pik 10. In Karo hat er Ass und König. Der hat also hier nur die 23 geboten, um mich über den einfachen Pik zu heben. Also ich merke an solchen Situationen schon, schön, dass ich hier ein gutes Spiel hatte. Grang einfach Schneider. Aber ich merke an der Situation schon, mit Spieler 3 werden wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen Spaß haben. Der ist also diese geniale Mischung aus ausgesprochen unpräzisen Zügen plus ausgesprochen aggressivem Reizverhalten. Ja, und das ist an sich eine Kombination, die kann für alles oder nichts sorgen, die kann so oder so ausgehen. Normalerweise brauchst du da halt mal relativ stabile Karten, damit du überhaupt ans Spiel kommst, sonst wird das eben häufig nichts. Wir sind im fünften Spiel. Ich habe ja auch gesagt, ich flute alle Rohre und dazu gehört zum Beispiel, dass ich hier mal mit diesem Ding 0 anteste, bin aber nicht rangekommen. Wie gesagt, Spieler 3 habe ich schon identifiziert, der zieht seine Karte also auch richtig hoch, war von daher gar nicht unbedingt mit zu rechnen, dass ich hier rankomme. So, Trumpf hat er einmal von oben gezogen, deutet mir darauf hin, dass er selber die Herz 10 hat, den Abstich nicht riskieren wollte. Und tatsächlich, okay, da zeigt er uns schon die Karten. Gut, ein Pik-Stich wird wohl noch draußen sein. Vermute mal, Pik 10 ist im Keller. Pik Ass wohl eher nicht. Dann hätte er eher wohl einen Grang gehabt. Ach guck, mein Partner lässt noch mal ein Auge und einen Stich vergehen. Okay, nicht schlimm. Und Spieler 3 hat auch sein erstes gewonnenes Spiel. Ja, da haben wir wieder was. Was Wildes. Reicht noch nicht wirklich für ein Spiel, aber reicht erstmal zum Reizen. Da muss der Skat die passende Ergänzung zu abgeben. Und natürlich ist Spieler 3 mit dabei. Habt nichts anderes erwartet und sage mir, macht nichts. 5 Trumpf, 2 Asse und was liegt drin? Traumfindung. Ja. Das ist das Schöne, wenn Leute mit jeder Mülltonne reizen, dann kannst du auch trotz Gegenreizung noch mal ganz gut finden. Also, ich entschließe mich hier für den Grang. Der hängt jetzt natürlich auch ein bisschen an dem Kreuzstand ab. Ist gar nicht so, dass er unverlierbar wäre. Aber ich gehe auf Schneider. Schneider nur möglich, wenn Kreuz 10 blank ist. Und zum Glück ist Kreuz zumindest nicht 3 zu 0 verteilt. Damit kann ich das Spiel nicht mehr verlieren. Schneider kann ich damit allerdings auch nicht spielen. Ich glaube, sie haben 29 und einen
Stich werden sie noch machen. Ja, ich kann hier sogar Spieler 3 mit dem Buben anspielen. Der hat auch kein Karo mehr. Dann kann er hier alles abliefern. Und wenn Spieler 1 nur mit dem Buben rangekommen wäre, und ich glaube, da war noch ein Karo, der Stich hätte ihn auch nicht gereicht. Also, diesmal mal anders als in allen anderen Serien, ein sehr schöner Start. Nach 6 Spielen schon mal 390 liegen, 4 Spiele gemacht. Ich glaube, in allen anderen Serien hatte ich bisher höchstens ein Spiel zu liegen. Kommt natürlich ein bisschen spät, dieser Antritt, aber besser spät als nie. Wie gesagt, auch auf den billigen Platzierungen geht es in diesem Turnier um eine ganze Menge. Also selbst die letzten gewinnen hier, glaube ich, 160 oder 180 €. Und ja, also Turniere, wo du dann auch mal als 30., 40. noch 400, 500, 600 € gewinnst, die sind halt auch nicht besonders breit gesät. Da gibt es nicht viele von. Und so viel kann ich vielleicht auch schon mal verraten. Das Rocket ist ja inzwischen schon wieder im vollen Gange und es läuft gut von den Teilnehmerzahlen. Der Jackpot wird also ganz sicher in diesem Jahr wieder, oder sagen wir mal, steuert mit großer Sicherheit auf einen Rekord zu. Also, wer auch mal hier diesen Kitzel erleben will, wer auch mal ein Finale spielen will, wo es dann mal um ja, deutlich mehr als 10.000 € in der Spitzenposition geht, der sollte es mal mit diesem Rocket versuchen. So, bei diesem Kreuz habe ich jetzt nicht so gut getroffen. Deucht mir, da war die, beziehungsweise Spieler 1 hat mit der Herz 10 ein bisschen viel angeboten, ne? Jetzt fehlen ihm hier die Argumente für meine Pikstiche. Karo Ass hat er zwar noch, aber jetzt, da wäre der Moment für die Herz 10 gewesen. Und mit nur 2 Trumpf war das aus Hinterflosse ein bisschen viel, was er da angeboten hat. Also auch Spieler 1, der kriegt jetzt hier schon keine Spitzennote mehr, ne? Zumindest die 1 mit Sternchen. Das Sternchen müssen wir schon mal abziehen für so kleine Schwächen in der, in der B-Note. Ansonsten habe ich hier noch nicht so viel zu bemängeln an dem Vortrag von Spieler 1. Ja, hier ist die Not jetzt schon irgendwo groß genug. Ich bin am Überlegen, irgendwo eine Übergabe, Herz Dame natürlich auch möglich, kann aber auch noch ein Herz was wieder kaputt spielen. Ich bin hier schon mal bereit zu versuchen, wirklich eine richtig scharfe Übergabe auf 21 zu treffen. Trumpf steht nämlich auch artig. Das hat nicht geklappt und in Karo gelingt jetzt eben der Abstich nicht. So, und so wie es ausschaut, war die Übergabe eben auch nicht möglich. Auf Herz wäre es auch nicht geglückt. Also bestenfalls hätten wir hier 4 Augen, nee, 6 Augen mehr haben können, wenn ich nicht die Kreuz 10 spiele, sondern nur den Kreuz König. Das allerdings hätte uns natürlich wirklich gar nicht groß vorangebracht. Deswegen also mein Versuch, auch mit der Brechstange da mal was zu bewirken. So, ich muss mich leider, muss man sagen, ja hier schon wieder ein bisschen zurücknehmen. Da ist nichts zu wollen. Es ist eben kein Wunschkonzert. Kleine Pausen hier in dieser Serie auch wieder einstreuen. Naja, und während die anderen reizen, guck mal, hier habe ich noch gar nicht dran gedacht. Die Glocke, vielleicht muss ich sie einfach mal ja, erstmal hier ins Spiel bringen, damit überhaupt was passiert. Solange die da oben im Regal vor sich hinstaubt, waren wir vielleicht auch nicht bereit für das erste Beetspiel. Gut, nun muss ich natürlich hoffen, dass ich mich damit nicht selber erstmal anklingeln darf, aber sei es drum, jetzt spielt erst nochmal Spieler 1 ein Kreuz bei einer 24er Reizung. Was hat diese Reizung zu bedeuten? Hat mein Partner vielleicht mal die Trumpfhand voll? So voll kann er sie an sich nicht haben, weil ich ja selber auch noch 2 Trumpf habe. Gut, es könnte natürlich mal ein Viertrümpfer sein und er 5 dagegen, aber danach sieht es ehrlich gesagt nicht aus. Nee, im Gegenteil. Spieler 1, also da muss ich jetzt auch wieder sagen, ungewöhnliche Kombination aus Kreuz, Herz, Karo, Bube mit dem Karo, Buben zu starten. Was heißt ungewöhnlich? Sehe ich häufig, ist aber natürlich nicht unbedingt die stärkste Konstellation. Und wenn ich jetzt hier nur ein Herz weniger gehabt hätte, dann hätte ich als 2-Trümpfer ihm eben noch nach dem Schnippeln Herz 21 abstechen können. Deswegen genau würde ich mit dieser Karte immer von oben loslaufen, dass da ein Trumpfstich gespart wird,
weil einer mit den Karo Buben nicht übernimmt und danach den Pik Buben blank hat. Das passiert ja so gut wie nie. Also, das schon mal zu meiner Einschätzung meiner Spielpartner hier. Muss man natürlich auch sagen, klar, wir sind hier irgendwo im Mittelfeld zugange, ne? Da kriegt man dann auch entsprechende Mittelfeldspieler häufig mal vorgesetzt, ne? Ist auch nicht immer so. Das Feld ist gut genug bestückt, als dass auch hier Topspieler sein könnten, aber das ist nicht mein Eindruck. So, für Passe, Passe kriege ich mal das Spiel. Ja, und das muss doch mehr sein als ein Kreuz. Der Kreuz wäre natürlich in Vorhand sehr solide mit einer sehr, sehr starken Beikarte. Da könnte ich vier Trümpfe locker ab, vielleicht sogar fünf, aber es ist mir ein bisschen zu wenig. Ich will ja hier noch nach vorne mich katapultieren und dann muss jetzt mal auch das Risiko eingegangen werden. Dann machen wir hier mal den Grang draus. Wenn der mir platzt, dann ist wirklich endgültig alles verloren. Aber seht ihr mal, Kreuz 10 steht blank und damit wird das Ding natürlich ganz einfach. Ja, ich überlege hier, macht das Sinn, jetzt noch mit dem Kreuz König fortzusetzen, noch irgendwie einen Versuch zu landen, sogar Schneider zu spielen, aber das wird wohl nichts werden. Dafür ist die Schwäche in Herz dann doch zu groß und deswegen habe ich einfach auf Sieg das Pik Ass hingezogen und stehe jetzt bei 488 Punkten. Muss allerdings erneut, wie ihr seht, einen Einbruch im Material zur Kenntnis nehmen. Da sind sie wieder, drei Könige. Die drei Könige, Mensch du. Spieler 1 ist auch mal wieder mit dem Grang dabei. Ohne Gegenreizung, ohne Hoffnung, muss man sagen. Also das wäre jetzt ausgesprochen verdächtig und ungewöhnlich, wenn hier irgendwas gehen könnte. Gerade wo ihr ja wisst, Spieler 3 haben wir schon gesehen, der reizt auch auf alles, was sich bewegt oder auch nicht bewegt. Der reizt auch schon auf komplett tote Karten teilweise. Dann kann das nur ein guter Grang sein. So, aber rausgekommen sind wir. Und was man sieht, so gut war der Grang wieder gar nicht. Es ging letztlich um Karo, ne? Ass 3 Luschen, wenn der zu dritt dagegen steht, dann fliegt ihm das Ding ganz leicht aus der Kurve. Zwei weitere Luschen noch in der Abgabe und der Kreuzbube fehlt ihm auch. Aber in dem Moment, wo Karo sauber verteilt ist, 2 zu 1, wird das Spiel eben komplett locker gewonnen. Das sind dann auch ein paar Stiche Unterschied, weil auch das Tempoproblem da gelöst ist. Sonst verfallen dir noch die Karoluschen in der Mittelhandposition. Und. So ist natürlich nichts los. 12. Spiel, Spieler 3. Ja, bin furios gestartet, aber Karte ist jetzt schon wieder so ein bisschen eingeschlafen. Die anderen bekommen auch ihre Spielanteile. Im Gegenspiel hat es auch noch nicht so richtig gut geklappt. Also mit anderen Worten, so langsam muss mir dämmern, dass wir es hier ganz geschmeidig nur noch auslaufen lassen und die Position im Mittelfeld einfach gefestigt wird, aber wohl nicht mehr groß zu verlassen sein wird. Hat er noch den einen Pik mit? Hat er noch den König? Wäre ungewöhnlich. Dann würde er normalerweise schnippeln. Also spare ich mir das Bild. Da kommt der Herzkönig. Gut, dann kann ich hier den Zwischenzug mit Herz machen. Also bisher, das Spiel lief so ganz unverdächtig. Er hat zwei volle gestochen von Spieler 1, aber Kreuz 10 ist noch da für mich. Und jetzt muss ich doch mal ganz kurz nachdenken. Was ist denn Karo Dame wieder mal für ein Schmu? Ne? Er hat 6 Trumpf, er hatte nur eine Fehl. Also er hat doch drei Karos. Er steht doch in der bestellten 10 und will mich hier anschmieren. Ja. Aber diesmal war ich noch wach genug. Und da haben wir die Karo 10 gefangen. Und diesmal tatsächlich das erste Mal, dass es geklingelt hat. Spieler 3 konnte dieses Spiel nicht gewinnen, ist ein bisschen zu kurz gekommen, trotz Karo 2 zu 2 Verteilung. Und jetzt kriege ich es nochmal für Passe, Passe. Find den Buben, hab damit den Grang, ja, da lang, null Augen. Oder die drei Augen. Es geht hier sowieso wohl nur um Schneider, der Sieg ist fast sicher. Buben können wir rausspielen aus dieser Stärke, selbst wenn die Bauern in einer Hand sind. Kein Problem mit drei Assfarben. So, und wenn sie verteilt sind,
Umso besser. Kann ich hier auch abtragen. Stechen, abtragen, ganz egal. Letztlich hängt der Schneider jetzt am Pik Drilling. Wenn der nicht, also wenn der König nicht zu dritt steht, dann gebe ich keinen Stich mehr ab. Dann ist das ein Schneiderspiel. Also, was geht hier los? Komme ich doch nochmal in den Flow? Eben 40 Punkte, jetzt ein 72er-Spiel. Das bringt mich jetzt schon auf 650 nach Spiel 13. Weiter, weiter, weiter. Jetzt vielleicht doch wenigstens noch einmal eine Tausender-Serie spielen. Das wäre ja auch schön. 14. Spiel. Es ist ein Ansatz hier. Es ist ein Ansatz in Hinterhand. Müssen mal gucken, wie die anderen reagieren. Ja, nur einer reizt. Spieler 3 ist ruhig. Gut, da gehe ich durchaus mal auf den Kreuz, ne? Bin also schon auch natürlich im Risiko. Der fünfte Trumpf im Kreuz wäre dann schon ausgesprochen wünschenswert. Null wollte ich mir trotz alledem nicht angucken, obwohl das durch die blanke Herz 7 vielleicht auch gar nicht so wahrscheinlich war. Aber gut, ich habe meine Chance zu nutzen versucht, habe ein bisschen Gas gegeben, aber mehr als 24. Da wird es dann komplett unrealistisch auf den Buben im Stock reizen und einen verteilten Bubenstand, irgendwie sowas. Das ist dann zu viel des Guten. Und Spieler 1 hat hier auch einen Grang. Okay, Herz Dame, spielt er sich da die 10 hoch? Aus welcher Konstellation würde er jetzt Herz Dame bringen? Das kann ja eigentlich nur eine Viererlänge in Herz sein. Ja, und da muss man auch wieder sagen, ne? Klar, Herz 10 war jetzt bestellt, aber in der gleichen Situation habe ich vorhin natürlich das Ass gezogen aus dem Viererstand, wo mir auch noch der Alte fehlte, weil nur Herz Ass gibt die Schneiderchance und die hat Spieler 1 hier, sage ich mal, leichtfertig aufgegeben. Hätte zwar nicht geklappt, aber es eben gar nicht zu versuchen und jetzt die Gegner auch gegen eine blanke Herz 10 aus dem Schneider zu lassen. Also überzeugt mich nicht. Überzeugt mich nicht. Ja, das ist so ein bisschen die Sache in einem Turnier, wo es wirklich richtig gut läuft mal, ne? Da hast du häufig auch nach einem guten Spiel, so ein 72er kann ja durchaus als ein schönes, starkes, gutes Spiel gehen, aber da hast du dann auch nochmal so eine Verbesserung. Da kommt dann mal gleich ein Anschlussspiel mit Dreien, mit Vieren hinterher. Und dass ich hier irgendwie in diesem Turnier mal zwei oder gar drei Siegspiele am Stück gehabt hätte, also war ja ganz selten, ne? Wenn überhaupt. In dieser Serie, klar, gab es am Anfang mal zwei am Stück. Aber so, dass die Karte mal so richtig abhebt und du mal auch eine Zeit lang so auf einer Welle fliegst oder schwimmst oder surfst, das ist mir irgendwie diesmal nicht passiert. Und gut, auch damit muss man natürlich leben und damit kann man natürlich auch leben. Das ist dann eben der Unterschied zwischen einem Turnier, was richtig gut flutscht und einem, was sich mehr so dahin stolpert, ne? Wir haben eine hohe Reizung, interessanterweise 45 und 44. Scheint mir auch irgendwie, kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Ich glaube, irgendeiner hat da mittendrin sein Nullouvert abgebrochen oder irgendwas anderes abgebrochen oder eine Hebelreizung angesetzt, dass hier ernsthaft jemand Pik oder Karo wollte, kann ich mir nun auch nicht vorstellen. Sei es, wie es sei, Spieler 3 hat den Grang. Ich habe die Hoffnung, dass mein Partner ein bisschen was mit hat. Ne, Pik Bube und dann die 44er-Reizung. Kann ja doch. Ach, und es ist ein Grangschneider schwarz. Okay. Ein bisschen Anschluss für Spieler 3. Kurze Kaffeepause hier, oder was ist los? So, wir sind im 16. Spiel. Es ist wirklich nicht mehr viel zu laufen. Und da würde ich doch mal sagen, mit diesem Blatt kann ich beweisen, wie ernst es mir ist, wenn ich sage, all in, alle Rohre fluten. Hier haben wir mal einen Pik ohne 5, der nun wirklich noch nicht gut ist, der natürlich auch bei steigender Reizung das Risiko einer Todfindung durch einen Buben beinhaltet, aber nichtsdestotrotz, wenn nicht jetzt, wann dann? Also habe ich mir gesagt, das Ding kann ich jetzt mal hochziehen. Ja, wie hoch habe ich es denn gezogen? Also noch bin ich dabei.
Idealerweise solltest du einen Ass finden. Ein Ass wäre schön, egal eigentlich welches. Und keinen Buben. Ja, aber bei 44 muss ich sagen, irgendwann sprechen alle Indizien gegen mich. Und ich habe nachher geschaut. Ich hätte mich auch nicht tot gefunden, also Bube nicht, aber ich hätte auch nicht die Verstärkung gefunden, die ich gebraucht hätte, um hier was zu gewinnen. Wenn Mittelhand hier 44 hat und wohl drei Buben hat, dann wird dieses Spiel ja ohnehin richtig schwer. Interessanterweise, er hat gar nicht die drei Buben, er hat gar nicht den Grang, er hat ein Null-Ouvert. Aber wie gesagt, auch solche langen Farbreihen, die sprechen natürlich dann nicht für mein Farbspiel, was ich schon einer eher gleichmäßigen Verteilung gewünscht hätte. Für 18 würde ich es nehmen. Wie ist es, Spieler 3? Aber ich fürchte, das wird nichts für 18. Es sei denn, es liegt überragend drin und Spieler 3 hat sich inzwischen auch so ein bisschen arrangiert mit seinem Abschneiden. Na, er spannt uns noch ein bisschen auf die Folter. Was macht er gerade? Rechnet er nochmal durch seine Position und was er noch kann und wo er noch hin kann? Nein, jetzt ist er da und hält die 18. Spieler 3. Der geht jetzt ein bisschen auf die Bremse, zumindest von der Geschwindigkeit, in der er hier zu Entscheidungen kommt. Das weißt du natürlich online auch nie. Was ist da los? Wenn du am Tisch direkt sitzt und einer legt die Karten zur Seite und bezahlt erstmal sein Getränk, was gerade vorbeigebracht wird, dann weißt du, warum es dauert. Hier weißt du es nicht, kannst aber natürlich annehmen, dass es ähnliche Geschichten sind. Vielleicht hat er sich gerade mal ein Kaltgetränk nachgeschenkt. Und jetzt kommt er mit dem Kreuz um die Ecke, was natürlich meine wen am wenigsten präferierte Spielansage ist, da wir hier nur drei Trümpfe haben und auch ansonsten die Farben komplett gleichmäßig stehen. So, sieben Augen ist auch noch nicht die Welt, aber ich glaube trotzdem, dass die Dame vom Spieler 1 ein Hinweis war, dass ich den mal mitnehmen sollte. Karo Ass raus, jetzt wechselt er auf Pik. 22 Augen liegen. Okay, Pik Ass hat er dabei. Karo sieht natürlich aus, als ob ich da das blanke Ass getroffen hätte. Dann hätte Spieler 3 wohl noch die bestellte 10 in der Hand. Da spricht auch der König für. So, ich wollte mal meinen Partner dran lassen, um hier Pik zu klären. Denn an sich muss er ja einmal Pik noch mitbedienen, habe ich mir gedacht, wenn es schon nur ein Fünftrümpfer ist. Und dann wollte ich den nächsten Pik mit dem Herzbuben festhalten. So war der Plan, deswegen bin ich getaucht. Aber es kommt anders. Spieler 3 sticht Pik 10. Das heißt natürlich andererseits, dass er noch ein Herz in der Flosse hat. Also dann wird er wohl das übliche Muster, ein Herz, ein Pik und diese Karo 10 bestellt haben. Deswegen ziehe ich hier das Herz Ass und ehrlich gesagt, ja. Es ist der logische Zug letztlich, denn danach kann ich mit Herz nochmal weiterspielen und diesen Karo-Stich, den hätte ich natürlich mit Karo-Dame aufgegeben. Aber, guckt euch das mal an. Es war trotzdem dusselig. Spieler 3 hat das Ding richtig krumm gedrückt, hat zwei Karos nur in der Hand, zwei Herzen und das Pik Ass und hat eben die Karo 10 gedrückt. Und letztlich, es ging ja sowieso nur noch um Schneider, also war es von mir inkonsequent gespielt. Ich hätte hier mit der Karo-Dame fortsetzen sollen, dann überraschenderweise hätte Spieler 3 die 10 nicht in der Hand gehabt und dann hätte ich noch die Herz 10 rausschnippeln können und es wären genau 10 Augen mehr gewesen. Also der geht jetzt hier mal auf mich, Spieler 3. Ich hätte schon so ein bisschen drauf kommen können, dass der auch bereit ist, so krumm mal zu drücken, so krumm, wie er hier teilweise schon spielt. Einfach bestellte 10 beim Grang nicht raufgehen und, dass der solche Kapriolen auf Lager hat. Also hier konnte man auch sehen, ich bin schon so ein bisschen satt, ich bin nicht mehr ganz konzentriert. Genau das, was man eigentlich nicht sein sollte in so einem Turnier. Aber da habe ich mich dann also doch anschmieren lassen durch eine ungewöhnliche Drückungsvariante, die im Übrigen ja auch nicht unbedingt stark war, sondern da durchaus das Risiko noch erhöht. Gut, bestellte 10 ist immer gleichzeitig Chance und Risiko. Aber ich glaube, in dem Spiel wäre ich auf die Idee selber auch nicht gekommen.
Dafür war der mir ohne oder nur mit der 18er Gegenreizung wäre mir dir wohl zu gut gewesen, um ihn so auf so riskant zu drücken. So, Spieler 1 ist wieder dran mit einem Grand. Drei Buben, soweit so schön. Herz habe ich nur blank, also Spieler 3 bitte mal einmal tauchen. Ne, nimmt direkt raus. Okay, alles klar, auch typisch. Spieler 1 die Herz 10 im Keller, Spieler 3 Herz so lang, dass er da auf diesen Anschiss nicht reinfällt. Nimmt raus, spielt den König. Wunderbar, stehen wir auf 29. Farbe gewechselt. Mensch, geht da vielleicht noch was? Geht da noch was? Karo war, habe ich jetzt natürlich nicht so gern gesehen nach der Kreuz-Ass-Wimmlung. 32 haben wir jetzt. Hätte ich ja natürlich lieber noch mal Herz gesehen. Ne? Spieler 1 abschmeißt, kann ich schmieren. Wenn er sticht, kann Karo Lusche fliegen. Gut, jetzt ist der Einschub ins Karo Ass. Allerdings ist natürlich jetzt der Karo Stich weg. Und da zeigt sich auch die Karte. Gut, mit Ass 10 Lusche. Also Karo 10 war gar nicht bei uns. Das Spiel hätten wir also gar nicht gewinnen können. War nur zwischendrin kurze Irritation. Das sah nicht richtig pfiffig aus. Ja, und nun rückt das Feld hier wieder dicht zusammen. Spieler 1 hat auch seine Grands bekommen. Ist mir schon auf den Fersen. Spieler 3 mit diesem Hattrick auch wieder einigermaßen im Rennen. Wir sind jetzt nur noch zwei Päckchen vor dem Ende. Und es bewegt sich hier einfach nicht mehr viel. Also langsam ausfaden dieses Turnier. Langsam sich damit abfinden, den guten Kampf gekämpft zu haben. Hier oder da vielleicht auch nicht ideal getroffen zu haben. Und dann können wir uns dann irgendwann bereit machen zu applaudieren, denn es wird natürlich hier auch Sieger geben in diesem Turnier. Und da bin ich natürlich jetzt gespannt, wer hat sich die ganz großen Moneten abgeholt, wer hat jetzt dieses Ding hier nach Hause gebracht. Das werden wir in Kürze wissen. So, Spieler 1 hat übrigens hier bei diesem Herzhand richtig Glück, dass der Herzbube drin liegt, wie ich im Nachgang festgestellt habe. Ansonsten hätte Spieler 3 den zweiten Trumpfstich übernehmen können und dann hätten wir erstmal den 21er Abstich in Kreuz gesucht. Ich hätte dann für den Pikbuben dann die Karo 10 über gehabt, also das Spiel wäre dann ganz leicht auch für uns gewesen, aber deswegen wurde es so locker gewonnen, weil der Herzbube hier im Stock lag und damit mussten wir wieder wühlen, arbeiten, versuchen, die richtigen Übergänge zu finden, aber vor allen Dingen konnten wir auch die 21 in Kreuz auf diese Weise nicht mitnehmen. So, hier habe ich ein Spiel, was für Nullouvert taugt. So viel ist klar. Problem nur, Spieler 1 hat schon gepasst und ja, ein Bube, ein Ass. Das kommt drauf an. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Spieler 3 mir dieses Spiel hier lässt. Auch der zweite Nullouvert hier im Turnier, für den ich, der schon sehr gut aussieht, für den ich dann nicht rangekommen bin. Na gut, ganz wasserdicht war er ja auch nicht, aber so oder so. Es nützt ja auch nichts. Es nützt nichts, einer Karte nachzutrauern. Es gibt eben so Blätter, die sehen im ersten Moment so aus, als könnten es deine Spiele sein, aber es stellt sich dann heraus, aufgrund der Verteilung, dass es einfach gar nicht deine Spiele sind. Und sich über diese Spiele zu ärgern, das habe ich mir also so gesehen abgewöhnt. Mal hast du den Grang und der andere kommt nicht für Nullouvert ran. Und manchmal, ja, diese Positionen, die tauschen eben. Und der Grang sieht ja auch sehr gut aus. Halleluja, da geht es ja wohl wirklich nur um Schneider oder sogar um Schneider Schwarz, ne? 9 Stehkarten schon hingezogen. Ah ja, hier. Und hier ist er wieder. Spieler 3 hat mal die Kapriole eingebaut, auf Schneider Schwarz zu spielen mit einer blanken 10. Hat in Kauf genommen natürlich, dass wir dann auch mit einem Stich rauskommen können. Ja, gut, bei dem Stand kann man das mal machen. Ich habe das auch schon mal versucht.
Das will ich gerne zugeben. Aber Spieler 3 habe ich ja das Gefühl, der ist ja schon ein notorischer ja, Joker oder Kasper, könnte ich auch sagen. Der spielt ja fast jedes Spiel. So ein bisschen übertrieben witzig. So, 21. Spiel. Ich bin bereit, jetzt nochmal dieses Spiel hier zu reizen. Auf den Kreuz. Ja, aber auf 24 muss ich dann wohl auch passen. Die Beikarte, die Beikarte, die Beikarte ist zu schlecht. Was soll ich euch sagen? Schaut euch an, was gleich passiert. Dieses Spiel, diese Reizung, so viel will ich schon mal spoilern. Die hat jetzt ein paar Punkte gekostet. Also, ich habe zwei Buben dagegen, gegen diesen Gang. Und da, mit blanker 10 schon wieder. Eben schon gesehen, eben nicht geklappt, aber neuer Versuch. Das sieht natürlich gut für uns aus. Und jetzt packt mein Partner das nächste Ass aus. Ich bin ja richtig geplättet. Was ist denn das bitte für ein Grang? Offenbar ein Grang, der absolut aus der Not heraus geboren ist. Und das gibt's doch gar nicht. Da kommt das dritte Ass. Da kommt das dritte Ass auf den Tisch. Also, das ist doch mal wirklich richtig herrlich. Ja, und das kann ich euch sagen. Mit dieser Reizung hat Spieler 3 also seinem Auftritt hier das Sahnehäubchen aufgesetzt. Es lag tatsächlich drin, wie ich hinterher zu meiner großen Frustration feststellen musste. Karo Bube und Pik Ass. Also er findet Bauer und Ass und hat jetzt natürlich bei diesem Grang, wo er nur ein Ass hat und zwei Buben, keine Chance, beziehungsweise er hat nur deswegen keine Chance, weil seine blanke Kreuz 10 nicht lief, sonst wäre das vielleicht sogar noch gegangen mit 20 Augen im Keller. Aber mit dieser Reizung stellt sich im Nachhinein raus, hat er also sich selber natürlich ins Knie geschossen und mir auch ja, schlapp 50 Punkte weggenommen. Ich habe natürlich ein sehr schönes 7-Trumpf-Kreuz-Spiel dann mit Ass 10 an der Seite, also Kreuz Schneider vermutlich, ja, und das hat uns beide also eine Platzierung gekostet. Und in diesem Turnier ist diese eine Platzierung durchaus 100 € wert. Also, ja, da bin ich aber natürlich dann auch selber schuld, wenn ich in dieser entscheidenden Serie so weit hinten drin stecke, dass ich mit solchen Spielern mich noch rumplagen muss. Das gehört zum Skat auch dazu. Diese Trommelfrösche, die hast du halt immer mal, die ist wirklich komplett verrückt. Versuchen und spielen und auch reizen. Und da kann man an sich immer nur froh sein, wenn man eben mit einem guten Resultat diese Spieler irgendwann abgehängt hat. Wenn das nicht gelingt, dann hast du sie halt auch in der letzten Serie nochmal am Tisch. So, ohne Reizung ein Pik. 5 Trumpf habe ich dagegen. Das ist aber noch nicht alles, beziehungsweise das verheißt noch nicht den sicheren Sieg, denn ich habe natürlich Kreuz König blank dabei, Karo 10 bestellt. So, aber der Auftakt ist ja erstmal schon mal erfreulich. Herz 10 im Keller, Herz Ass bei meinem Partner, 14 Augen für uns. So, und jetzt will ich mir natürlich mit diesen 5 Trümpfen nicht freiwillig diese Karo 10 kaputt spielen. Das kann ja auch passieren, also greife ich erstmal in die andere Farbe in Kreuz rein. So, und hier stellt sich raus, aha, es ist sogar nur ein Viertrümpfer, ne? Wenn ich jetzt das Trumpf Ass noch aufbewahrt hätte, was man vielleicht auch machen kann, hätte ich jetzt schon übernehmen können und mit dem Kreuzbuben die Trumpf 10 abholen können. Letztlich ist aber auch nicht klar, ob die gedrückt ist. Also die kann auch im Keller sein, ne? Lassen wir mal meinen Partner ran, ja, und was macht er? Jetzt muss er doch dann doch auf Karo wechseln, wo Kreuz scheinbar klar ist. Er spielt Kreuz von drüben. Aus der bestellten Dame noch, wie sich rausstellt, ne? Und damit war jetzt hier auch irgendwie nichts mehr zu holen. Spieler 3 hat hier sogar jetzt noch einen Stich verschenkt. Wenn der direkt die Trumpf 10 gibt, dann hätte er noch klarer gewonnen, dann hat er danach schon Rest. Also, das hat uns jetzt aber auch nichts mehr genützt. Nun gewinnt er hier mit 63 Augen. Ja, also Kreuz Lusche hat mich nicht überzeugt. Da hätte Spieler 1 jetzt besser mal auf Karo gewechselt, nachdem jetzt. Ich denke, es war plausibel, dass der Kreuzkönig blank war. Wie hätte der sein sollen? Und selbst wenn ich die Kreuz 10 im Blatt habe, dann wäre Kreuz auch keine gute Fortsetzung gewesen. Also Spieler 1 vielleicht genauso wie ich, auch schon ein bisschen satt, ein bisschen bedient, nicht mehr ganz fokussiert oder hat einfach eine andere Spielidee hier wieder gehabt.
Ach Mensch, haben wir bei dem Grang vorhin geklingelt eigentlich? Komm, einmal mittendrin nochmal so ein Klingeln für den Grang. Wenigstens das muss mir doch hier dann vergönnt sein. Und jetzt laufen die letzten beiden Spiele. Und Spieler 3 ist nochmal groß dabei. Bringen es zu Ende. Bringen wir es hinter uns. Ich ziehe die Blanke schneller als mein Schatten. Du Ganove. Aber ich bin gar nicht im Ausspiel. Deswegen werde ich dieser Ankündigung womöglich nicht mal Taten folgen lassen können. Ja, ihr habt mich auch schon mal gefragt, was macht die Uhr im Spiel, ne? Hat das eine Bedeutung? Nö. Ist eine Orientierungshilfe, ne? Aber wir sehen durchaus, Spieler 1 und meine Wenigkeit mit jeweils ungefähr noch 10 Minuten auf der Uhr, während bei Spieler 3 gerade die Uhr auf 0 runtergelaufen ist. Also er frustriert uns hier nicht nur mit seiner überbordenden und ungewöhnlichen Spielweise und Reizung, sondern dazwischen lässt er auch viel Zeit vergehen. Naja, auch das werden wir jetzt noch hinter uns bringen. Und kann ich ja in der Zeit mal kurz zeigen. Ich habe wieder mein Einhorn-T-Shirt an. Zur letzten Serie hat das gepasst. Black is my happy color. Ja, für mehr als schwarz hat es jetzt nicht mehr getaugt. So groß ist die Freude nämlich dann nicht. So, bei diesem Grang komme ich ja ungewöhnlicherweise mit dem Karo König im ersten Stich ran. Hab jetzt mal Pik unter meinem Ass gezupft. Es ist schließlich eine 24er Reizung, also das muss gar kein richtig guter Grang sein. Das kann auch ein gezwungener Grang sein, der eine gewisse Kürze hat. In Karo offenbar zum Beispiel eine Schwäche. Ja, und das sieht ja auf jeden Fall schon mal so aus, ne? Dass er auf Karo 7, 8, 9, 10 oder so sitzt. Vier Karos. Und dann kann man hier schon mal sagen, wenn Karo zu dritt gestanden hätte, haben wir ja schon ein paar Mal gesehen bei diesen Grangs, dann wäre ihm das Ding wohl ganz leicht aus dem Ruder gelaufen. Aber Karo 2 zu 1, dafür ist es vermutlich stark genug. Ne? Gucken wir. Ja, und jetzt noch zwei Karos. Ne? Sind wir also nur rausgekommen, gegen Karo 2 1 war das Spiel stark genug. Noch bin ich zumindest vor Spieler 1, wobei nur noch 4 Punkte und der ist ja im Turnier offenbar vor mir. So gesehen werde ich den wohl dann auch nicht halten können, es sei denn, er ist wirklich nur ganz, ganz knapp vor mir. Wäre halt schön gewesen, jetzt noch ein Spiel. Aber bei mir ist das Feuerwerk verglüht. Anders als in den anderen Serien ging es diesmal gut los, aber dafür kam hinten raus halt gar nichts mehr. Letztes Spiel in Spiel 13. Dazwischen das ein oder andere Beatspiel natürlich wurde auch liegen gelassen. Gut, im ersten Spiel habe ich selber von einem leichten Gegenspielfehler profitiert. Das muss man also auch immer dagegen rechnen. Letztlich, vielleicht das Ärgerlichste in dieser Serie war noch die Reizung in Spiel 21. Gut, andererseits Showtime, ne? War mal ein witziger Grang, der da mit blanker 10 versucht wurde. Aber letztlich in Hinterhand Pik, Karo, Bube und ein hohles Ass. Pik hatte der Mann ja auch nicht mal eine geschlossene Flöte, da hatte ich ja die Pik 10 noch blank. Das war dann doch ein wenig zu dünn. Ich weiß auch gar nicht so genau, was er in dem Spiel gereizt hat. Ich glaube Nullu Wehr oder so und vielleicht nach Bube Assfindung hat er sich es dann anders überlegt. Der Nullu Wehr wäre vielleicht sogar immer noch stärker gewesen als dieser Grang, aber gut. Was geht jetzt hier ab? Spieler 3 hat nochmal scharf geschnippelt und die Herz 10 ist unsere. Jetzt stehen wir auf 45. Noch ein fetter Stich. Das wäre es schon, wenn er den nicht sticht oder noch bedienen muss oder abschmeißt, dann hätten wir schon 60. Ja, das hat Spieler 1 auch gerade noch so rausbekommen. Gut, ich denke mal, die Kreuz 10 wird hier noch einen Stich machen. Na, jetzt kommt noch Pik und dann gleich kommt Kreuz Ass, aber das Problem ist natürlich, dass ich selber hier die Kreuz Dame habe und ja, wo der Kreuz König bei meinem Partner steht,
Und nicht beim Alleinspieler, wo der auf Ass Lusche steht. Da konnten wir halt nur noch 59 kriegen, beziehungsweise da mein Partner den König jetzt gegen die Herzdame getauscht hat, indem er ihn sich blank geworfen hat, sind es sogar 62 Augen. Damit also Spieler 1 auf jeden Fall auch noch an mir vorbei und es bleibt hier bei 690. Ja, ich bin im guten Mittelfeld gelandet. Die Platzierung haben wir natürlich auch noch irgendwo, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt so schnell raussuchen kann. Ich packe euch auf jeden Fall den Link mit der Abschlussplatzierung hier unten in die Beschreibung. Und gewonnen hat, ohne dass ich jetzt ganz genau sagen könnte, wer dahinter steht, Bendix 009 gewinnt über 13.000 Euro, gefolgt von Boris, gefolgt von Haus des Geldes. Diese drei haben also hier das Turnier gerockt. Wie gesagt, guckt euch die Platzierung gerne an, indem ihr den Link unten in der Beschreibung drückt. Und dann kann man nur sagen, nach dem großen Finale ist natürlich wieder vor dem Finale. Das Rocket läuft, das Rocket galoppiert los. Seid mit dabei, wenn ihr mal diesen Kitzel braucht. Ich wünsche euch für den Moment auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wie immer, gut Blatt.